Welcome back. Hi, willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, denn heute ist Spaßtag. Heute werden wir eine tolle Zeit haben. Hallo, willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute den Kulturpalast eingeschaltet haben. Die große Samstagabendshow für E-Kultur und eine tolle Zeit. Besonders begrüßen möchte ich heute auch alle erwachsenen Zuschauer, die uns in unserer bisherigen Nische auf ZDF Kultur nicht gefunden haben. Hallo, Dreisat-Publikum. Grüezi, Servus. Das sind unsere Themen. Bob Ross, der malende Mini-Plea. Yoko Ono, die sagt, was zu tun ist. Judith Holofernes, die Anti-Drama-Queen. Und Dandy Diary, die heißesten Boys der Herrenmode. Sowie Nymphomaniac. Diese Woche war es soweit. Der neue Lars von Trier-Film kam endlich in die Kinos. So viel hatte man vorher von ihm gehört. Ein Kunstporno, der versauteste Film der Berlinale. Und Teenie-Schwarm Shia LaBeouf bekam seine Rolle nur, weil er ein Bewerbungsfoto seines primären Geschlechtsmerkmals per E-Mail einreichte. And the letter was, im Brief stand nur, hast du Mut? Und deren erster Test war es, die Zeit zu stoppen, die ich brauche, bis ich ein Foto von meinem Schwanz durchs Internet schicke. Das waren 20 Minuten. Und die so, okay, er ist bereit. Mich würde ja interessieren, ob die anderen Stars ähnliche Bewerbungsunterlagen einschicken mussten. Uma Thurman, Christian Slater, Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Willem Dafoe. Ich meine, und die alle in einem Porno? Ich glaube, das ist das von Dres Film nicht. Also zumindest wäre es wirklich komisch, wenn auf der Berlinale sich alle anfassen würden. Stimmt natürlich. Und deshalb lassen wir jetzt mal diesen ganzen Porno-Quatsch hinter uns. Das war eine schöne Marketing-Idee, aber in dem Film, da geht's um sehr, sehr viel mehr. Das wird schmerzhaft sein. Ist schon möglich. Aber das ist mir. Ich fange am besten mal vorne an. Der Film beginnt so, wie die meisten Lars von Trier-Filme aufhören: mit einer geschundenen Frau. Die ramponierte Jo, gespielt von Charlotte Gainsbourg, wird von einem einsamen Alten von der Straße aufgelesen. Ich bin noch nie einem schlechten Menschen begegnet. Oh, doch, jetzt schon. Möchten Sie darüber reden? Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Sehr beklemmend. Lars von Trier habe ich Angst vor inzwischen. Dem traue ich nicht mehr. Na gut. Also ich würde sagen, jetzt ist es wirklich mal Zeit für ein bisschen Entspannung, oder? Es gibt ja auch schöne Kunst, wie zum Beispiel die von Bob Ross. Falls Sie in den 80er Jahren unter Schlafstörungen gelitten haben, dann werden Sie sich sicher an den Mann aus dem Nachtprogramm erinnern. Der Maler mit dem Mini-Pli, der einer ganzen Generation von Kiffern zu schönen Träumen verholfen hat. Gut. Okay, haben wir ein wenig Spaß. Ich nehme nun einen 1-Zoll-Pinsel und tauche ihn direkt ins Titanweiß. Jetzt müssen Sie einige große Entscheidungen treffen. Wo sollen die kleinen Wolken in Ihrer Welt sein? Vielleicht ist ja eine kleine Wolke genau hier. Und sie schwebt über den Himmel und hat den ganzen Tag lang Spaß. Wolken sind sehr frei. Wenn Sie Wolken malen, denken Sie daran, dass sie frei sind. Sie treiben einfach umher. Nächste Woche erscheint die 13. Staffel von The Joy of Painting, dem legendären Malkurs von Bob Ross auf DVD. In jeder Folge schafft er es, mit seiner berühmten Nass-in-Nass-Technik in einer halben Stunde ein ganzes Ölbild zu malen und dabei noch seine Philosophie der puren Freude zu verbreiten. Wenn man ihm dabei zuguckt, denkt man wirklich, jedes Kind kann aus dem Handgelenk ein impressionistisches Landschaftsgemälde auf die Leinwand zaubern. Es hat viel Freude gemacht. Es war toll, dass Sie heute dabei waren und ich hoffe, dass Ihnen das Malen gefallen hat. Von uns allen viel Freude am Malen. Bis bald. Aber ist Malen wirklich so kinderleicht, wie Bob Ross uns das verkaufen will? Dieser Frage geht gerade eine Ausstellung im Me Collectors Room in Berlin nach.
Das Prinzip der Ausstellung? Sie zeigt Frühwerke von erfolgreichen zeitgenössischen Künstlern wie Rosemarie Trockel, Jonathan Mese oder Norbert Bisky. Und mit Frühwerken meine ich wirklich früh. Bilder, die im Alter von 3 bis 14 Jahren gemalt wurden. Dabei kann man bei der einen oder anderen Kritzelei sogar Beziehungen zum Hauptwerk erkennen. Zum Beispiel bei Ralf Ziervogel, dem unermüdlichen Zeichner brutalst möglicher Gewaltszenen. Der hatte sich schon mit 12 seinen Themenkreis weitgehend erschlossen, wie diese Kugelschreiberzeichnung mit dem Titel Rambo nahelegt. Oder dieses Bild des angehenden Erzkünstlers Jonathan Mese. Titel: Hütchenfest 17.02.76. Dem Kenner zeigt sich hier schon viel vom späten Mese, vielleicht sogar ein bisschen was von seiner Mentalität. Und hier habe ich jetzt ein frühes Werk von Judith Holofernes. Sag mal, wie alt warst du eigentlich, als du das gemalt hast? Also schätzungsweise 8 oder 9 Jahre, weil es ist tatsächlich inspiriert vom kleinen Vampir. Oh. Kleiner Vampir lesen, das heißt 8 oder 9. Würde ich denken. Ja. Aber mich hat sofort erinnert an deine Figuren aus dem Video vom Album Nichtsnutz, ne? Zu ja, Nichtsnutz. Oh, stimmt. Mhm. Ich mach heute nichts, was etwas nutzt. Ich mach heute nichts, was etwas nutzt, wobei man schwitzt oder lang sitzt. Ich bin nichts. Wie sagte doch Pablo Picasso, als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Und nur die ganz, ganz großen Künstler schaffen es, auch mit 80 Jahren noch Kinder zu sein. So wie Yoko Ono. Jetzt hat sie ein Buch rausgebracht, es heißt Acorn und enthält hilfreiche Handlungsanweisungen. Zum Beispiel, zieht eure Hosen aus, bevor ihr streitet. Ist sicherlich sinnig, wobei das, glaube ich, eher auf einen Streit in einer sexuellen Paarbeziehung auch wahrscheinlich hinweisen soll. Ich glaube nicht, dass man, wenn man zum Beispiel mit seinem Bankberater streitet, man vorher die Hose ausziehen soll. Na gut, also vielleicht sind die Jungs von Dandy Diary auch nicht ganz die richtigen, um die Handlungsanweisungen von Yoko Ono zu interpretieren. Das können andere besser. Zum Beispiel Peaches. Die kanadische Musikerin hat genau diese Instruktion von Yoko Ono in einem Video befolgt. Take off your pants before you fight. Das Peaches-Video feierte gerade Premiere. Bei der Veranstaltung Tribute to Yoko Ono, der Buchvorstellung von Acorn in Berlin. Das Publikum wird von der Grande Dame persönlich begrüßt. Naja, fast persönlich. Hi. Hi, hier ist Yoko. Was für ein tolles Fest für Acorn. Typisch Berlin. Ich liebe es. I love it. Das Interesse an dem Event ist groß. 9 Künstlerinnen, unter anderem Karin Sander, Inga Humpe, Gudrun Gut und Eva Meyer Keller, haben sich von den Handlungsanweisungen Yoko Onos inspirieren lassen und sie auf ihre Art umgesetzt. Mal als Rauminstallation, mal als Performance. Ganz in Yoko Onos Sinne, denn ihre Arbeiten sind eher offene Angebote als abgeschlossene Werke. Daran ist übrigens Onos Mutter schuld. My mother was a painter. Meine Mutter war Malerin. Sie hat fantastisch gezeichnet. Also ich habe bewusst nicht zeichnen gelernt. Andere Leute lernen malen. Ich habe versucht, nicht malen zu lernen, weil meine Mutter die Künstlerin war. Ich finde es sehr interessant, dass ausgerechnet ich dann später angefangen habe, Instruktionen zu kreieren. Und ihre Instruktionen beeinflussen ihrerseits Künstlerinnen bis heute. Hier ist die Arbeit von Katharina Grosse, die sich auf folgende Instruktion von Yoko Ono bezieht. Schlussstück. Jeder Planet hat seine eigene Umlaufbahn. Stell dir deine Nächsten als Planeten vor. Manchmal ist es schön, sie nur anzusehen, wie sie kreisen und glänzen.
Bettina Springer ist die Kuratorin des Abends. Zum Fan von Yoko Ono ist sie erst durch die Arbeit mit ihr und ihrem Buch Acorn geworden. Also es ist halt komischerweise überhaupt nicht angestaubt, was sie macht. Am Anfang habe ich das Buch hergenommen und gedacht, naja, das ist sehr hippie-mäßig, irgendwie so sehr Kind seiner Zeit. Aber das stimmt überhaupt nicht. Und die ganzen Performances, die sie damals gemacht haben, die sind einfach noch total aktuell. Yoko Onos berühmteste Performance wird Schauspieler Lars Eidinger am Tribute-Abend re-enacten. Das Cut-Piece. Zum ersten Mal hat Yoko Ono es 1964 aufgeführt. Sie sitzt zwischen den Zuschauern vor sich eine Schere und das Publikum ist aufgefordert, ihr Stück für Stück die Kleidung vom Leib zu schneiden. Mich beeindrucken natürlich schon immer Leute, die Grenzen überschritten haben, ja, und die nicht konform waren und die polarisiert haben, aber die vor allem auch völlig neue Impulse gesetzt haben. Ja. Und ich finde, Yoko Ono war auch eine Person, die einfach quer gedacht hat. So, herzlich willkommen, Lars. Yeah. Dann ist es soweit. Lars Eidinger begibt sich in die Position von Yoko Ono. Er setzt sich der Willkür des Publikums aus. Es ist eine fast zärtliche Begegnung zwischen Lars und den meist weiblichen Zuschauern, die ihn beschneiden. Und eine erstaunlich kraftvolle Performance, auch heute noch, 50 Jahre nach ihrer Uraufführung und mit einem Mann im Zentrum. Ich glaube, dass man sich ausliefert. Ja? Das hat eine Kraft, finde ich. Also, dass die Leute das wahrnehmen so, und es ist fast wie... Also Opferung ist jetzt sozusagen ein zu großer Begriff vielleicht, aber es hat schon was davon, sich komplett sozusagen zu öffnen und angreifbar zu machen. Am Ende traut sich niemand Lars, die Unterhose ganz vom Leib zu schneiden. Eine Frau legt ihm schließlich sogar einen Mantel um, weil es kalt ist. Also doch noch ein hippiemäßiges Ende. Yoko Ono hätte es sicher gefallen. How we were. Wussten Sie übrigens, dass Yoko Ono auch eine Herrenmodekollektion herausgebracht hat? Und zwar für das Modelabel Opening Ceremony. Und so sieht das dann aus. Mit dem charakteristischen Händeabdruck auf dem Fortpflanzungsorgan. Yoko Ono sagte, sie sei da inspiriert von dem, Zitat, heißen Buddy ihres Ex John Lennon. Die New Yorker Designerin Hayley Nemazadi ist da ganz anderer Meinung. Sie glaubt, ihre eigene Kollektion sei die wahre Inspiration für Onos Mode gewesen und verklagte Yoko Ono prompt auf Schadensersatz. Also, ja, tatsächlich kann man jetzt, sagen wir mal, eine gewisse Ähnlichkeit nicht ganz von der Hand weisen, oder? Aber in jedem Fall sieht's wirklich cool aus. Bei Männermode gibt es ganz tolle Sachen. Und auch immer lustigere Sachen, ne? War ja jahrelang ein Feld, was so ein bisschen unterbelichtet war. Stimmt. Und niemand zeigt diese Entwicklung so gut wie der Männermodeblog Dandy Diary. Wobei, Blog klingt etwas irreführend. Dandy Diary sind eher so etwas wie der bewaffnete Arm der internationalen Hipster-Community. Die Modewelt erzittert vor David Roth und Jakob Haupt. Weil wir einfach radikaler an die Modebranche rangehen und eine gewisse Radikalität reinbringen, die man sonst gar nicht sieht. Ihre Vorstellung von Geschmack und Stil ist eindeutig. Ein Underground, rough, in die Richtung sollte es gehen. Ihr Modeblog Dandy Diary ist Modejournalismus mit einer satten Portion Anarchie. Der Veranstalter der Fashion Week hier, die sind immer so ein bisschen zittrig, glaube ich, wenn wir kommen, weil die Angst haben, dass wir irgendeinen Scheiß machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Autoren und Macher von Dandy Diary Aufmerksamkeit erregen. Mailand, Juni 2013. Diese Modenschau von Dolce & Gabbana geht in die Geschichte ein. Und zwar nicht wegen der Klamotten. Nacktalarm auf dem Laufsteg. Der ungebetene Gast reingeschmuggelt und gefilmt im Auftrag der deutschen Skandalblogger.
Der Flitzer in Mailand war unser Beitrag zum großen Trend der Sportswear in der Mode momentan. Und wir haben gedacht, wenn man die ganzen modischen Aspekte nimmt, dann sollte man auch die gesamte Ästhetik des Sports nehmen, eben auch das Schmutzige und zum Beispiel den Flitzer, Nacktflitzer vom Fußball, den wir total cool finden im Fußball. Und wir wollten so also das Schmutzige, das Dreckige aus dem Sport eben auch rüberholen in die Modeästhetik. Früher war ein modebewusster Mann jemand, der die korrekten Kleiderregeln beherrschte. Herrenklamotten, ein Randphänomen der Branche. Beides hat sich in den letzten Jahren radikal gewandelt. Mode ist für viele keine Nebensache, sondern ein Statement, eine Lebenseinstellung. Und das wollen die Jungs verkörpern, als Dandys des 21. Jahrhunderts. Wir fassen den Dandy-Look nicht mit Anzug und Krawatte mit Anstecktuch auf, sondern vielleicht eine moderne Art und Weise, aber sehr wohl bis zur Pike modebewusst, auch wenn es ein Jogginganzug, auch das kann heute ein Dandy sein, denke ich. Und so sieht das dann aus. Die Blogger sind sich für keine Konfrontation zu schade. Hier testet David im Auftrag eines Internet-Fernsehsenders Modestatements an der Basis in einem polnischen Boxclub. Der Typ ist entweder aus Asien oder geisteskrank. Wenn ich so nach Hause käme, würde meine Mama mich rausschmeißen. Man würde mich wahrscheinlich fragen, welche Drogen ich nehme oder ob ich einen harten Schlag abbekommen habe. Das ist Avantgarde-Mode, was David zeigt, und genauso wie Avantgarde in anderen Bereichen, also Avantgarde-Kunst, wenn man die jemandem zeigen würde, der sich damit gar nicht beschäftigt, der würde auch sagen, das ist der Quatsch, das kann ich selber malen. Kennt man ja. Von daher, das ist ja gerade auch die Reaktion, die wir uns da erhoffen. David und Jakob besprechen Mode nicht nur, sie besingen sie auch, mitunter mit beträchtlichem Aufwand. So entstand dieser weichgespülte Weihnachtssong im Boygroup-Stil, komponiert, eingespielt und verfilmt nur für ihren Blog. Nicht doch, wir sind nicht in der Wiederholung einer 90er-Jahre-Show gelandet. Diese Klamotten hängen gerade in den Designerläden. Der Videoclip ist die Antwort von Dandy Diary auf den aktuellen Retro-Look. Ihre Berichterstattung ist bissig. Sie schreiben auch mal grobe Verrisse. Das ist unüblich im etablierten Modejournalismus. Mittlerweile sind sie so bekannt, dass sie auch bei großen Mode-Events wie der Berliner Fashion Week in der ersten Reihe sitzen. Früher ließ man sie hier nicht mal rein. Weil wir aber trotzdem dabei sein wollten, das irgendwie auch sehen wollten und mitmachen wollten, haben wir uns dann reingeschlichen immer in die Fashion Weeks. Irgendwie hinten durch den Backstage oder irgendwie mit einem Catering-Unternehmen rein und solche Sachen. Und sind auch oft reingekommen auf die Shows und haben das auf dem Blog dann auch geschrieben. Haben dann beschrieben drei verschiedene Wege, wie man gut in Fashion-Shows reinkommt. Mittlerweile steuern sie eines der Highlights zur Fashion Week bei. Sie organisieren jedes Mal eine Dandy Diary Party. Eine der angesagtesten und schmutzigsten Fashion-Partys der Stadt. Wir selbst haben eine Menge Spaß. Wir haben echt viele Bier getrunken, viele Bier verspritzt. Und letzten Endes können wir immer noch sagen, wir haben auf jeden Fall die härteste Party der Fashion Week gemacht. Wir haben immer noch eine Afterparty heute und die Afterparty, wie der Name es schon sagt, wird wilder, blutiger, härter, radikaler. Aber das ist die Kamera nicht mehr erlaubt. So erfrischend kann Narzissmus sein. Insofern kann ich Ihnen nur empfehlen, dandydiary.de. Ich finde, alles, was Dandy davor hat, geht auf jeden Fall männermodemäßig bei mir in die richtige Richtung. Judith Holofernes war eben schon immer sehr geschmackssicher. Das merkt man übrigens auch ihrem neuen Soloalbum an. Das ist Liebe jetzt erst. 10 Jahre war sie mit den drei Jungs von Wir sind Helden eng verbandelt. Der Schlagzeuger wurde sogar ihr Mann. Nach 4 Alben, vielen Hits, unzähligen Promoterminen und endlosen Tourneen war mit der Band dann erst einmal Schluss. Und das, obwohl Wir sind Helden eigentlich vorhatten, zu bleiben. Für ihr neues Soloalbum galoppiert Judith Holofernes jetzt durch Berlin und singt über das Liebesleben gestresster Eltern
und den Alltag der 30-somethings. Inzwischen ist sie ja auch schon 37 und zweifache Mutter. In einem Song rechnet sie mit ihrem Lieblingsautor John Irving ab. Warum nur? John Irving, wenn ich dir ein Lied sing, legst du dann den Stift hin und lässt mich in Ruhe. So Judith, jetzt reden wir endlich über dein Album. Du singst auf dem letzten Song in deinem Album über John Irving. Er soll dich doch jetzt bitte mal in Ruhe lassen. Soll er auch. Ja, soll er auch. Ich meine, wieso willst du diesen großen Autoren aus deinem Leben schmeißen? Also, ich habe zu viel John Irving gelesen in meinem Leben. Und John Irving ist schuld daran, dass ich denke, dass in meinem Leben alles zu glatt geht, weil bei mir noch nicht beide Eltern in parallelen Flugzeugen abgestürzt sind. Und kein Bär in meinem Hinterhof wohnt und ich niemandem die Genitalien abgebissen habe und mich noch in keine Geschwister verliebt habe. John Irving, wenn ich dir den Hut bring, ziehst du dann beim Rausgehen die Tür leise zu. Als du dich jetzt, man darf Pause machen, redet man, wenn man von Wir sind Helden ja. und dir spricht. Ne? Als du dich, also als ihr euch gemeinsam für die Pause entschieden habt, war das für dich das Beenden eines Dramas vom Gefühl oder eines dramatischen Zustands? In dem Moment schon, bis mir wieder klar geworden ist, dass ich es mir selbst ausgesucht habe. Ich finde das inzwischen wieder schön, dass ich da so lange dran festgehalten habe, obwohl es nicht besonders gesund für mich war. Und ich finde es schön, ja, irgendwie, also alles andere wäre falsch gewesen. Also diese Band nach 6 Jahren aufzugeben, hätte mir das Herz gebrochen. Nach 10 Jahren war schwer genug, so, aber nach 10 Jahren war halt okay. Und dann waren es halt 4 Platten und nicht 2. Meine Stimme gegen die der ganzen Talkschon-Nation. Meine Fäuste für ein müdes Halleluja am Boden. Meine Zähne gegen eure zahme Revolution. Visionen gegen die totale Television. Du wolltest ja eigentlich in der Pause von Wir sind Helden, habe ich gelesen, ein Buch schreiben, dachtest du zumindest. Also ich dachte erstmal, ich will gar nichts und ich hätte die höchsten Wetten abgeschlossen auf einen Roman. Wenn mich jemand gefragt hätte, mir die Pistole auf die Brust gesetzt hätte, was machst denn du jetzt, dann hätte ich gesagt, vielleicht einen Roman. Aber eher, weil ich das Schriftstellerleben so attraktiv fand, als weil dieser Roman hätte geschrieben werden müssen. Deswegen. Was finde ich so attraktiv am Leben einer Schriftstellerin? Es ging hauptsächlich darum, dass ich meine Ruhe haben wollte. So. Ach so. Und erstens habe ich dann mit ein paar Schriftstellern gesprochen, die alle gesagt haben, sie sind genauso aufgeregt, wenn ihr Buch fertig ist. Sie quälen sich genauso, wenn sie ein Buch durch die Gegend tragen müssen. Sie haben auch sehr viel so Absprachen, Zeug und so am Arsch. Also es wurde so ein bisschen entzaubert, dass das irgendwie ganz, ganz anders ist als mein Leben. Und wie ist es jetzt für dich, wo du jetzt allein anfängst, unterwegs zu sein? Also es geht ja jetzt erst wirklich richtig los alleine. Ja. Du hast ja eine Band dabei, du bist ja nicht ganz allein, aber wie fühlt es sich an? Also wir haben noch kein Konzert gespielt. Okay. Aber dann frage ich dich nochmal. Also bis jetzt finde ich alles sehr, sehr lustig. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass jetzt, wo die Platte rauskommt, ich zum Beispiel anders aufgeregt bin und mich hinter niemandem verstecken kann. Man kann ja in so einer Band auch immer sich dann denken, ja, wollte ich auch, haben wir aber nicht gemacht, weil... Die waren's. Er war's. Und das funktioniert jetzt so natürlich nicht. Das ist alles auf meinem Mist gewachsen. Aber ich finde auch, dass es das wiederum leichter macht, weil ich immer mit Kritik ganz gut umgehen kann, wenn ich das, was ich gemacht habe, wirklich toll finde. Um zum Drama zurückzukommen, damit man nicht im Nachhinein sagen kann, ich hätte dich falsch verstanden, ja? Gibt es, und das habe ich heute auch erst gelernt, oh. Das hier ist die dramatische Pyramide nach Freitag. Wusstest du das? Nein. Sehr schön. Dann wussten wir es beide nicht. Anfang steigend, Höhepunkt genau. Fallend, Ende. Genau, das Ende muss jetzt aber nicht unbedingt dein Ende sein. Aber bei Fernsehserien zum Beispiel würde ich sagen, dass dieser Teil einfach fehlt. Ne? Also dass sie inzwischen das Ende immer dahin setzen. Wirklich? Oder wenn sie zu lange schreiben und sich auf dem Weg verlaufen haben, wie J.J. Abrams ne? mit Lost zum ja. Beispiel, der auch in meinem Lied vorkommt. Dann machen sie so... Lalalala. Aber wie ist es denn bei dir? Wie würdest du beschreiben, ist es bis jetzt gelaufen? Würde ich mal denken, dass mein Leben eher so verläuft. Das heißt, du bist immer, du bist noch nicht am Höhepunkt gewesen. Ich bin ungefähr hier und mir ist schon ein bisschen schlecht. Genau.
Vielen lieben Dank, Judith Holofernes. Das war es schon fast mit dem Kulturpalast. Allerdings wollte Paul zum Abschluss noch was wirklich Schönes machen. Hat er zumindest gesagt. Hi there. I'm gonna paint a nice picture for you today. I'm gonna take a little umbra here and put it right there. Put it right there on the cheeks. Crazy little cheeks. I'm gonna take a little more and paint a happy little nose here. Just sitting there. And now I'm gonna take some red. A hard day for someone. I'm just gonna put a little red there. Isn't it nice? I'm just gonna paint a little picture. Wow. Oh. Do you want this picture? Denken Sie da mal drüber nach. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und schalten Sie jetzt auf gar keinen Fall ab, denn es kommt noch eine wirklich interessante Sendung, die auch ein paar Zuschauer verdient hat. Wie hieß sie jetzt nochmal? Die Tagesschau. Die Tagesschau, genau. Tschüss.